Hier geht es um den ersten Praxistest des Campsters, Pössls jüngstem Kastenwagenzuwachs. Der Film erklärt die Bedienung seiner Camping-Features, zeigt die Allrounder-Talente und entpuppt auch ein paar Schwächen des kompakten Campervans. Er deckt die Bereiche Verstauen, Schlafen, Essen und Alltagsfahrzeug ab. Wovon lernt man in der Praxis am meisten? Von seinen großen Geschwistern. Und so ist es kein Wunder, dass der größte Campster-Bruder, der Camp Scout Revolution, den Kleinen auf eine erste Wochenendtour begleitet. Unsere drei Testpersonen, Steffi, Mike und der kleine Jan, haben auch familiären Beistand. Steffis große Schwester Silke und ihre Familie, unsere Revo4Five-Family, begleiten die Camping-Neulinge auf diese Fahrt ins Grüne. Auf dem Weg zur Seenlandschaft folgte der Space Tourer Phil M. als Campervan brav dem Großen, wobei er mit seinen 150 PS auch 170 km/h schafft. Das Basismobil ist mit 4,95 Meter Länge und einer Höhe von 1,99 Meter ohnehin PKW-ähnlich agil. Unser Testwagen verfügte zudem über adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein sehr intuitiv bedienbares Navigationsgerät. Auch der Testverbrauch des Blue HDI mit Start-Stopp-Automatik ist mit 8,2 Litern Diesel sehr passabel. Nach der Einfahrphase und ohne Fahrradträger wird er bestimmt noch sparsamer. Steffi, Mike, wieso schaut ihr euch exakt dieses Fahrzeug genauer an? Man hat zumindest ein Fahrzeug, wo man auch mit campen kann und mit zur Arbeit fahren kann. Das sind also insgesamt 30 Kilometer, die ich am Tag fahre. Und dafür ist der echt perfekt. Und man kann schnell überall parken. Sehr bequem. Das Fahrzeug ist sehr übersichtlich. Also fährt sich wie ein PKW, ganz normal. Nicht nur auf der Straße, sondern beim Campen muss dieses Auto an diesem Wochenende seine Qualitäten unter Beweis stellen. Beide Familien waren im Autotestfieber und so setzten die Kleinen das Rennen beim Wochenendeinkauf fort. Reichlich Proviant kam in die Einkaufskörbe. Gekühlte Lebensmittel transportierte vorrangig Campsters großer Bruder, denn der Kleine hat nur eine übersichtliche Kühltruhe von 16 Litern. Die optionale und sogar herausnehmbare Kühlbox zwischen den Vordersitzen böte weitere 13 Liter. Lassen wir den Alltag hinter uns und freuen uns auf 2 Tage Camping am See. Was so alles mitgenommen werden kann, Campingmöbel und der Fahrradanhänger sind unten im Heck verstaut. Strom angeschlossen, Fahrzeug mit Auffahrkeilen ausgerichtet. Und, war's das? Nein, ein Slide-Out oder Pop-Up, wir nennen es Hubdach, bietet 2,5 Kubikmeter weiteren Campingraum. Seine Sicherheitsgurte sind schnell gelöst. Drehend werden die Verriegelungen je Seite entspannt. 4 Hubzylinder unterstützen das Hochstellen des Daches. Tür aufmachen nicht vergessen, sonst gibt's mächtig Unterdruck. 4 Reißverschlüsse erlauben unterschiedlichste Fenstersituationen. Der grandioseste Blick ist der nach vorn. Traumhaft! Gerade bei schönem Wetter sind wir Kastenwagen-Normalos mächtig neidisch geworden. Bei angehobener Bettfläche ist der Ausguck auch stehend möglich. Two Kings of Camping. Wie wäre es jetzt mit einer kleinen Radtour? Erholung Tour. Was passt am besten zur Wagenfarbe Rich Oak Brown Metallic? Ein Kaffee? Also ich mache auch gerne mal einen Kaffee. Ich mache uns einen. Im Heckschrank stehen die Töpfe, weiteres Geschirr bei den 10 Liter Wasserkanistern. Wir lieben den Espresso aus der Bialetti Mokka Kanne. Mit aufgeschäumter Milch. Einfach lecker. Der Kaffee ist fertig. Mike, warum genau soll es ein Alltagscamper werden? Wegen dieser Flexibilität. Man kann einfach das Auto schnell beladen, einpacken und einfach mal einen Wochenendtrip machen. Und einfach mal zur See fahren oder Freunde besuchen. Wenn man da mal im Haus nicht schlafen kann, schläft man einfach vor der Tür. Man kann auch zu einer Party fahren.
Natürlich wird es dann mal kälter sein, die Nächte kälter. Das ist die Standheizung, ne? Wie geht die das ist die Standheizung. Das ist ganz einfach. Hier ist ein Knopf, Powerknopf. Und dann kann man einfach auf Start drücken und dann läuft die an. Und das ist jetzt nur Heizen, Klimaanlage? Das ist nur Heizen, Klimaanlage geht über die Belüftung vorne. Und jetzt werden wir die Küche ausbauen. Zwei Sternschrauben werden vorne gelöst. Dann noch die Stromversorgung abziehen und, am besten mit zwei Leuten, wir haben schließlich Gasflaschen und Wasser drin, den Küchenblock herausnehmen. Das optionale Ausbaupaket enthält zwei Füße, die wir von unten montieren. Über das Verlängerungskabel erhalten der Gaszünder und die Wasserpumpe Strom. Jetzt muss nur noch ein gutes Rezept her. Das Internet dank Web on Tour schlug uns die griechische Hähnchenpfanne als Rezept vor. Auch durch den zur Küche montierten Tisch entsteht nun das richtige Terrain für den Outdoor-Chef. Aber auch der schönste Campingtag geht für Kids irgendwann zur Neige. Hab die lieb. Schlaf gut. Das untere Bett umzubauen ist recht einfach. Weil das Umbauergebnis so einladend aussieht, wollten dann die Kids ins Souterrain. Aber dann wird auch geschlafen, ja? Die Erfolgskontrolle machte Mike dann durchs Heckscheibenfenster. Und? Erfolgreich? Die Kinder waren schon früh wach. Aber die waren einfach nur wach, weil sie gerne schon Action haben wollten. Heute Nacht habe ich sehr gut geschlafen. Die Matratze ist bloß sehr, sehr dünn. Für eine Nacht ist das okay. Aber wenn man doch jetzt eine Woche oder drei Wochen unterwegs ist, ist es doch sehr, sehr hart. Dann, wenn man einfach einen Topper darüber legt, dann schläft man hier oben bestimmt perfekt. Beim Frühstück von der kompletten Testmannschaft dann Lob und Tadel. Ich habe stylische dunkle Fenster aufgeschrieben. Total praktisch, weil man zum Beispiel von drinnen, wenn man als kleines Kind ins Bett geht abends und dann können die Eltern einen von draußen nicht sehen, aber als kleines Kind kann man alle Leute von drinnen beobachten. In Spiegelschrift das nächste Kinderlob. Zeitgemäßes Cockpit. Modern, stylisch und einfach schön. Das ist mein Motto. Wenn man sich reinsetzt und man sitzt am Lenkrad, dann weiß man sofort, man hat Urlaub. Das liegt einfach toll auf der Straße, das Auto. Und außerdem, wenn ich stehe und die Dachluke oben aufmache und man stellt sich hin und guckt raus, ist einfach schön. Und dann mit Meerblick am besten noch, mit Salzwasser, Strand und Segel und ja. Wenn man die zweite Schiebetür einer Küche öffnet, wird aus der Küche ein Tresen und direkt daneben sogar noch ein Kühlschrank. Da kann man immer kalte Getränke rausholen und sich mit den Nachbarn gut verständigen auf dem Campingplatz. Ist schon lustig da. Lotta und Jan, wie findet ihr denn das Wohnmobil? Das ist kein Wohnmobil, das ist ein Campster. Ich habe keine Kraft mehr zum Brechen. Unter freiem Himmel mit kompletter Küche kochen zu können, finde ich persönlich das Highlight. Konzeptbedingt ist der Wasser- und Gasvorrat aber sehr klein. Die Küche muss ja tragbar bleiben. Im Outdoor-Paket fehlt leider die Tischfußverlängerung. Oh ja, auch Kritik. Das vollständige Testergebnis findet sich hier. Eigentlich wollten wir bereits am Freitag ins verlängerte Wochenende, doch Regen durchkreuzte unsere Pläne. So spontan wie der Camper zeigte sich auch der Campster. Im Handumdrehen wurde aus dem Wohnmobil ein Siebensitzer. Die Küche blieb zu Hause. Um eine Zweiersitzbank und einen Einzelsitz ergänzt, ging es mit zwei Familien in einem Kleinbus zur Eisdiele. Hinreichend Beinfreiheit, die komfortabel gepolsterten Sitze und sogar verstellbare Rückenlehnen an jedem Platz sind sehr angenehm. Als Familiencampingblogger wissen wir Isofix-Befestigung an jedem Sitz besonders zu schätzen. Der Innenstadtbesuch gefällt dem Campster, spielt er doch gerade hier seine Kompaktmaße in Länge und Höhe voll aus. Ein Parkhaus von 2 Meter Höhe? Kein Problem,
Selbst enge Kurven in der Suburban passiert er sportlich. Der geringe Kempster-Grundpreis von unter 38.000 Euro ist wohl die Hauptattraktion des kleinen, flexiblen Pössls. Die niedrige Einstiegsschwelle ins Campervan-Leben wird zahlreiche Kundschaft locken. Fertig.